Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank. Und den allerwertesten David. Richtig. In der dieswöchigen Folge geht es um San Miguel gegen San Miguel. Ja, wieso vergleichen wir San Miguel mit San Miguel? Wir vergleichen es Ja, genau auch gegen nicht wer dann, Frank gegen David, sondern mit. sondern mit Frank mit David. Ja. Also, abgesehen davon, ja, wieso vergleichen wir das jetzt eigentlich? Ja, es gibt dann was ein Kuriosum, und zwar, ich habe sie zwar beide in Deutschland gekauft. Weiter verbreitet ist die 0,33er Flasche im 6er-Pack, die 0,25er ist es, glaube ich. Nee, 20 Zell, 0,2 Kölschgröße. Die ist im Kasten als lose Ware. Es gab früher mal die Literflasche noch in Deutschland, die gibt es mittlerweile aber nicht mehr. Denn tatsächlich hatte die 1-Liter-Flasche und die 0,2-Liter-Flasche eine andere Rezeptur als die 0,33er. Und jetzt wird es aber spannend. Genau, jetzt wird es nämlich richtig spannend, aber vielleicht sollten wir erstmal mit der Geschichte anfangen. Wo kommt denn San Miguel als spanische Marke Ja, überhaupt ich bin ja her? so halber Spanier, ne? Ja. Also Manila, kennst du Manila? Wer Für kennt die den, spanische Stadt Manila nicht? Ja. da ist es irgendwann mal erfunden worden, und zwar 1890. Aber ich habe nicht herausgefunden, von wem. Also da auf der Homepage von San Miguel und überhaupt, wenn man so durchguckt, es ist schon ein leichtes Mysterium. Ja, habe ich San auch Miguel gemerkt. ist wirklich etwas, wo man schwierig was rausfinden kann. Das, was ich rausgefunden habe, war dann eben halt, dass ein, wer wird es wieder glauben? Wir werden es glauben, weil ein deutscher Brauer hat es wieder hergestellt. Auf den Philippinen. Auf den Philippinen. Man hat irgendwelche Zutaten, die besten natürlich, wie jedes Bier von sich behauptet, die besten zusammengeholt, besten Zutaten und dann natürlich einen deutschen Brauer geholt und hat gesagt, so, brau uns jetzt mal hier ein Bier. Okay. San Miguel, der Schutzpatron, ist aber jetzt nicht die Flasche danach benannt worden. Also es jetzt heißt nicht mehr San Miguel, St. San Michael. Michael, sondern da war ja die Stadt. War ein Stadtteil, glaube ich, War ein Manila, ne? Stadtteil. Und die wurde da nach diesem Schutzpatron genannt. Und von daher ist es eigentlich mehr schon der Zufall, dass es so ist. Es wurde dort dann auch gebraut, zufälligerweise in diesem Stadtteil. Und deswegen nannte man es auch dann San Miguel. Aber dann ist es ja gar kein spanisches Bier. Tja. In der Gründungsphase nicht, In der ne? Weil es ist Gründungsphase ja dann ein Bier von den Manila. Philippinen, aber Richtig. ich habe dann auch weitergesehen, ich habe Manila. auch ein bisschen geguckt, und zwar 1946 hat dann Enrique Suarez Ressola, das ist bestimmt falsch ausgesprochen, auch das wird falsch ausgesprochen sein, leider, in Spanien, eine Tochtergesellschaft gegründet, die dann erstmal Malz produziert hat unter dem Namen La Segada. Ah, man hört das schon in halben Spanier. Ja, genau. Und Ja. 1953 hat man dann in Manila gesagt, okay, die Spanier machen das ganz gut. Wir erklären die jetzt für wirtschaftlich unabhängig. Es ist weiterhin eine Tochtergesellschaft natürlich, aber die kann sie für sich selber wirtschaften und eigene Entscheidungen treffen. 1957 hat man dann damit begonnen, auch in Spanien Bier zu brauen, also sehr viel später als auf den Philippinen, und hat dann im selben Zuge, im selben Jahr, die Marke umgenannt in San Miguel. 1992 hat sich dann die Danone-Gruppe eingekauft. Kennt man, glaube Danone. ich, eher von Joghurt oder von Eben. Volvic Wasser. Ist ja Danone Waters zum Beispiel. Im Jahr 2000 hat dann das Familienunternehmen Mahu in Spanien die Anteile von Danone abgekauft. 30% hatte man sowieso schon. Und ist dann quasi nur Fusion eingegangen. Im Übrigen wurde Mahu, guter Zufall, genauso wie das philippinische San Miguel auch 1890 gegründet. Das heißt, wenn die draufschreiben 1890, ist es auf jeden Fall richtig, weil beide Eigentümer 1890 gegründet wurden. Schöner Zufall. Ja. Ja, Gibt's? dann gibt es noch zu sagen, es ist aktuell in 70 Ländern verfügbar. Aktuell hat San Miguel Spanien 3000 Mitarbeiter. Man hat, ich glaube, 7 Braustandorte plus 3 Brunnen plus
was weiß ich noch alles. Man ist auch Marktführer in Spanien mit großem Abstand. Über 30% Marktanteil hat man da drüben und ist auch weltweit das meistvertriebene spanische Bier tatsächlich. Platz 15, ne? Oder was war's? Ja. Platz 15? Genau. Ja, 2001 kam ja dann dazu, dass sie da dieses 0-0er-Bier gemacht haben. Ja, als einer der ersten. Das ist ja momentan ein mega Trend, jetzt nicht nur alkoholfrei, sondern wirklich noch weniger Alkohol auf 0,0 zu machen. Die pushen das jetzt auch mal. Man hat es auch in Deutschland kurzzeitig mal versucht, hat aber nicht so ganz funktioniert. Und ja, da waren die mit die Ersten. Also ja, in Spanien haben sie es gemacht und muss schon sagen, 2001 ist ja schon eine Ecke weg. Ne? Da hat man hier wahrscheinlich noch gar nicht daran gedacht, ein 0-0er-Bier zu machen. Mhm. Oder war gerade in den Anfängen. Aber man sieht, sie machen etwas. Ja. Sie wollen diesen spanischen Flair und dieses, wie nennt man es, Strandbier eben halt, dieses leichte Bier hier rüberbringen. Mhm. Ich meine, bei diesen Wetterlagen, die wir im Moment haben, würde das am Füllinger See bei uns in Köln, am Füllinger See, an der Strandbar, ganz gut kommen. Mhm. Bin aber mal gespannt, wie es schmeckt, weil der Unterschied hast du ja schon rausgefunden, was da eben halt noch beim spanischen Bier zusätzlich drin ist. Ja, genau, und zwar ist zusätzlich Mais mit drin. Also gehen wir gleich mal kurz drauf ein. Es ist noch dazu bis heute ein Familienunternehmen, dieses Mahu San Miguel. In Deutschland hat letztes Jahr der Vertrieb gewechselt. Es hatte bis dato Global Drinks gemacht. Die machen auch Fevertree unter anderem. Kennen die meisten wahrscheinlich eher nicht. Als eigene, die haben auch keine eigene Marke. Ist halt reiner Vertrieb. Und seit 1.6.17 macht es dann die Warsteiner Brauerei, weil Mahu in Spanien schon Warsteiner vertreibt. Andersrum wird zum Beispiel San Miguel in England über Carlsberg mit C vertrieben. Das heißt, wenn man da... Ach, kennen wir doch noch, ne? Ja, die haben in England gar keine eigene Seite, sondern wenn man San Miguel UK eingibt, dann landet man direkt auf der Carlsberg-Seite, also bei den Dänen wiederum. Ne? Das heißt, man hat weltweit mehrere Kooperationen, was den Vertrieb anbelangt. Und in Deutschland ist es dann jetzt halt die Warsteiner, die es da macht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann in Deutschland sind. Ja. Warum ist das Rezept anders? Und zwar, wenn man sich jetzt mal, wie gesagt, die spanische und die deutsche Flasche anschaut, dann steht bei den Spaniern drauf Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Und das Faszinierende ist ja, sie sehen ja fast gleich aus, vorne wie hinten. Die Etiketten sind genau dieselben, ja. Also es ist beides Especial. Dann das Deutsche hat als Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Das heißt, zum einen ist bei dem Deutschen Hopfenextrakt mit drin, kein reiner frischer Hopfen. Und dafür fehlt aber der Mais. Ja. Bin ich mal gespannt. Wollen wir mal... Genau, mach schon mal auf, denn was das andere Geheimnis ist, man konnte im Internet nicht finden, wieso, weshalb, warum, geschweige denn, wer das hier braut. Denn auf der spanischen Flasche steht drauf, gebraut und abgefüllt von Cervezas San Miguel Barcelona. Mhm. Und auf der deutschen Flasche steht drauf, gebraut und abgefüllt in der EU für Cervezas San Miguel Barcelona. Das heißt, der würde für mich bedeuten, dass es nicht aus derselben Brauerei kommt. Es hat mal Carlsberg mit K gemacht. Das war so 2011, 2012 rum. Wer es jetzt aktuell macht, ist eine super Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man konnte es nicht rausfinden. Also es ist ein Geheimnis. Normalerweise steht ja sowas eher bei Billig-Eigenmarken drauf. Ne? Mhm. Hier hergestellt für Rewe oder für Edeka oder weiß der Geier was. Das ist halt 0,2. Ne? Ja, man wundert sich erstmal, dass das Glas so halb leer ist. Oder wo ein Positiver sagt, halb voll. Ja. Also ich habe Kunden, die haben gesagt, die trinken das in Spanien, klar, da liegen in der Sonne, Strand, haben das Strandgefühl und so, kommen dann nach Deutschland, wollen das Strandgefühl mitnehmen, kaufen es hier im Sixpack. Ich habe mich voll gemacht. Und zum einen ist das Strandgefühl dann natürlich nicht da, zum anderen sagen die aber auch tatsächlich, es würde anders schmecken. Ja, so, dann bin ich mal gespannt. Sollen wir mit dem Deutschen anfangen? Ja, oder? Spanien? Mit Deutschland? Spanien? Was möchtest du? Ole, ist das Spanien? Mal Spanien. Ja. Cheerio. Oh, das hat aber... Das riecht recht würzig. Ja. Aber da will ich jetzt das andere noch dazu riechen. Es riecht ein Ticken hopfiger. Ja. Ja. Das macht aber der Extrakt. Ja. Der Extrakt ist schon so... Ist halt sehr konzentriert, ne? Ja, eben. Ist wie so ein Sirup eben halt.
Sirup ist ja auch sehr geruchsintensiv. Naja, aber hier geht es so ganz ziemlich schnell flöten. Und bei mir ist jetzt so der Schaum schon ein bisschen weiter weg. Bei dir ist auch so, dass du siehst, dass der Deutsche größere... Deutsche hält sich besser, ne? Ja. Ja, also von daher. Ja, dann freust du dich schon. Salut. So ist das. Ja, Prösterchen war jetzt ein bisschen daneben. Salut, ja. Also ich würde sagen, es ist trinkfähig auf jeden Fall. Für heiße Temperaturen ist es gut, aber es ist recht neutral, finde ich. Ja. Also es würde wieder so bestätigen, wie die typischen Mittelmeerbiere sind. Sie sind recht leicht, ne? Leichtes Prickeln auf der Zunge. Ja, aber wirklich auch. Da kommt dann... Recht. In der Kohlensäure sind sie auch... Naja, da hat das Deutsche so ein Quäntchen mehr. Auch so der Nachgeschmack. Der ist dann so ein leicht herb, aber ganz schnell weg. Mhm. So, Deutschland. Olli. Schmeckt wie ein anderes Bier, ne? Mm. Also es schmeckt, ich finde, es schmeckt hopfiger. Mhm. Es schmeckt, es geht eher Richtung ein deutsches Bier tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Während das Spanische tatsächlich so das typische Mittelmeerraumbier ist. So, ne? sehr leicht. Süffig. Mhm. Und das hier ist ein erfrischend. Bisschen herber. Ja, das ist herber. Auf jeden Fall. Auch in der Abgangsnote. Ja. Hält sich länger. Die Hopfennote ist länger und der Abgang ist länger, ja. Genau. Also es hat beides auch 5,4% Alkohol, erstaunlicherweise. Das hatten wir aber schon letzte Mal gehabt, wo wir die anderen zwei Biere hatten. Mit dem 0,1 Salz. Ja. Dieses Soul und Corona, das war ja auch so frisch, leicht. Mhm. Wohl bei Corona, ja, na okay. Aber ist es eben halt Geschmackssache. Aber es war auch so ein frisches, leichtes, ja. Ohne so ein, wo man sagt, ah ja, dieser Wiedererkennungswert. Respekt, wer es selber macht. Ja. Also ich muss sagen, ich finde, sie sind beide sehr austauschbar. Also der Mais, der da drin ist, der ist jetzt nicht so präsent wie bei Sol zum Beispiel, ne? Nein. Also ganz ehrlich gesagt, es sind zwei verschiedene Biere. Ja, sind. Absolut. Absolut zwei. Das eine eben halt dieses Strandbier, heiße Temperaturen, gut süffig trinkbar, ohne dass man, das ist das Gefährliche ja daran, diesen Alkohol so rausschmeckt. Ja. Wobei das bei dem Deutschen ein bisschen eher gegeben ist, finde ich. Ja, bei dem Deutschen schon, aber hier, das ist eben halt, beim Deutschen, da merkst du direkt, aha, da war der deutsche Hopfenbauer da. Mhm, genau. Also auch das Deutsche ist sehr, sehr leicht, finde ich. Das ist jetzt kein intensiv schmeckendes Bier, aber es geht tatsächlich, es ist beides ein Lager. Es geht eher so in eine deutsche Richtung, als wenn man da den Geschmack dem deutschen Kunden angepasst hat. Ja. Was aber so, wenn man, was ich so aus dem Handel höre, man hat das auch oftmals, dass in der Ferienzeit San Miguel so einen Peak bekommt, wenn die Leute zurück aus dem Urlaub kommen, weil sie es da getrunken haben, trinken es dann hier, sind dann, ich weiß nicht, ob sie dann enttäuscht sind, ob sie feststellen, dass es anders schmeckt, ob es doch was anderes ist, ob man es zu Hause im Garten trinkt als am Strand. Kann alles ein Faktor sein, das ist halt immer so, nach der Urlaubszeit kommt es mal so kurz hoch und dann pendelt sich das aber auch wieder ein, ne? Und aber es ist doch normal, wenn man irgendwo in Urlaub ist, sage ich jetzt mal auf Hawaii, trinkt da so ein schönes Cocktail und liegt da in der Liege und guckt da auf dieses blaue Meer und die Sonne scheint und du trinkst einen Cocktail und du bist nur gut gelaunt und liegst dort. Mhm. Dann kommst du nach Deutschland. Jetzt, okay, ist jetzt auch wieder Sonne,
aber der Flair fehlt. Ja, genau. Sitze in einer Cocktailbar auf der Zülpicher Straße in Köln zum Beispiel und in einem anderen Ausgehviertel, ne? So einem vollbesetzten Ding. Ding. Das hat irgendwas von Romantik. Ja. Nein, ist klar. Nicht. Ja. Also von daher, ich würde sagen, beides ist austauschbar. Es ist jetzt das eine wirklich ist typisch deutsch, also hat so einen gewissen angepassten Geschmack. Ja. Das andere ist typisch eben halt dieses leichte Mittelmeerbier. Mittelmeerbier. Also ich vertausche jetzt mal nicht die Wörter. Nicht das holländische Mittelburg. Ja, Mittelburg. Also von daher, okay, in Spanien würde ich wahrscheinlich es gerne trinken. Mhm. Allein vom Flair her, Urlaub etc. pp. Hier wüsste ich jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so mein Favorite. Ja. Alleine schon der Gedanke, dass es eben halt austauschbar ist, beziehungsweise schon nach zwei verschiedenen Richtungen geht. Genau. Finde ich eigentlich schade, weil für mich ist ein Bier, wenn es hier genauso ist wie woanders. Ja. Also wenn ich jetzt ein Bier kaufe in Spanien, in Griechenland oder sonst wo, ich möchte dieses Bier trinken und nicht ein angepasstes. Normalerweise ist es ja auch so. Also wenn es auch in verschiedenen Ländern gebraut wird, ist es ja bei den meisten so, dass die Rezepte komplett gleich sind. Oder wie bei Heineken zum Beispiel sogar das Wasser auf dieselbe Qualität gefiltert wird, weil Wasser ja auch Geschmacksträger ist. Es soll im Übrigen, das müssen wir mal genau rausfinden, es soll bei dem spanischen Estrella, soll es genauso sein. Da soll auch in Deutschland die Rezeptur anders sein als in Spanien. Versuchen wir mal rauszukriegen. Ansonsten, ich muss noch mal gucken, ob Amazon beide hat, dann werde ich sie beide verlinken, wer es zu Hause mal nachprobieren möchte. Ansonsten bekommt man diese kleinen 0,2 Flaschen. Wie gesagt, die Liter gibt es ja nicht mehr, produziert die Warsteiner nicht. Gibt es das, denke ich, im gut sortierten Getränkehandel in Deutschland auch. Das kann man aber Gott sei Dank ja im Internet nachrecherchieren. Ja, das ist schwierig, ne, bei San Miguel. Das ist wirklich sehr schwierig. Ja, ja, aber es gibt bestimmt einige Fleißige, die das schaffen werden. Ja, genau. Ihr könnt uns ja berichten. Ja, also bei uns in der Ecke im NRW gibt es das bei Trinkgut. Und damit war wieder Schleichreklame. Ja. Auch egal. Nein, aber es ist wirklich so, manche Läden haben es, manche eben nicht. Oder man kann es eben halt bestellen über irgendeinen. Genau, im Internet bekommt man es auf jeden Fall, ja, genau. Ja, das war's mal wieder, ne? In diesem Sinne, ich bleibe in Spanien. Ja, ich werde auf jeden Fall in Spanien bleiben, weil das ist irgendwie, ja, wetterangepasster. Ja, genau. Also. Immer noch, wer das später guckt, wir haben aktuell immer noch, ich glaube, 34 Grad draußen oder so, von daher passt die spanische Version besser. Wie hieß nochmal Prost? Salud. Salud? Okay. Ja. Dann Salud.